Willkommen zu der neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videopodcast. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir reden heute über ein Thema, was man am ehesten unter dem Begriff geteilten Dienst subsumieren, verstehen könnte. Nämlich, wenn jemand morgens anfängt, ganz fleißig ist und dann am Nachmittag wiederkommen soll, um nochmal 2-3 Stunden abzureißen oder abzusitzen, so dass es also nicht einen durchgängigen Block gibt von Arbeitsstunden, sondern eben 2 am Tag mit ein bisschen viel Leerlauf gegebenenfalls in der Mitte. Geht das? Ist das erlaubt? Kann man das machen? Wie stehen wir dazu? Haben wir eine Meinung dazu? Frau Kollegin! Also erstmal könnte man natürlich überlegen, super, eine lange Mittagspause, was kann es Besseres geben? Erst recht, wenn das Wetter jetzt langsam so ein bisschen besser wird, ne? Aber darauf kommt es ja erstmal gar nicht an. Sondern es kommt darauf an, kann einem das zugemutet werden als Arbeitnehmer? Kann der Arbeitgeber das einfach verlangen? Oder, und vor allem, was ist, wenn die Mittagspause gar nicht so super ist, sondern man sich denkt, 3 Stunden Mittagspause und kein Bettchen, keine Möglichkeit, sich auszuruhen, keine Couch, kein gar nichts. Und am Abend kommt man dann in zeitliche Nöte, wenn es darum geht, den Liebsten, die Liebste, Kinder oder sonst wie irgendwie zu sehen. Dann kann also das Thema ja dann sehr, sehr relevant werden. Letztendlich geteilter Dienst, den muss man sich vom Grundsätzlichen her so erstmal anschauen, vom Rechtlichen, dass er eben unter das Direktionsrecht des Arbeitgebers an sich fällt. Der 106 Gewerbeordnung, eine Norm aus uralter Zeit, die Gewerbeordnung ist älter als unser geliebtes BGB, sagt eben, dass der Arbeitgeber das Recht hat, Ort, Zeit und Umfang oder Art der Tätigkeit der Arbeit festzulegen. Und naja, Zeit ist das, was er letztendlich jedes Mal macht, wenn er den Dienstplan gestaltet. Er sagt, um 6.30 Uhr schließt du bitte die Einrichtung auf und die andere Person möge bitte um 17.30 Uhr als letzte Person hinter sich die Tür zumachen. Das ist nichts weiter als Ort und Zeit, nämlich in der Einrichtung, und Umfang, Kinderbetreuung oder in der Küche entsprechende Tätigkeiten festzulegen. So, aber schon damals, vor über 100 Jahren, hat man gesagt, der Arbeitgeber, da hat man sich den Arbeitgeber als fiesen Tyrann vorgestellt. Der auch manchmal auch ist, gar keine Frage. Ich bin einer. Nein, ich bin keiner. Das bestätigen hoffentlich alle. Man hat eben den Arbeitgeber damals noch so aus den Zeiten der Industrialisierung, schwieriges Wort, eben sich so vorgestellt, als dass man ihm Einhalt gebieten müsse. Genau, und aus dem Grund hat der Gesetzgeber gesagt, er muss das nach billigem Ermessen machen. Genau, und billig heißt nicht gut und günstig, sondern... Das heißt, er muss einfach in die Abwägung mit einbeziehen, was die Interessen der Arbeitnehmer sind. Richtig. Das heißt, er kann nicht einfach so alles bestimmen, wie er lustig ist und wie er gerade vielleicht gute Laune hat, sondern er muss eben sagen, okay, hier wären eben so viele Stunden dazwischen oder der kann tatsächlich nicht nach Hause fahren, weil er einen enorm weiten Weg hat. Das heißt, es ist noch mal unbilliger. Oder aber er hat möglicherweise eben kleine Kinder und ist alleinerziehend und muss abends einfach zu Hause sein und so weiter und so fort. Also das muss er alles mit einbeziehen. Hm. Wobei, wir sagen, grundsätzlich gingen 3 Stunden Pause oder Nicht-Arbeitszeit, das würde unter gewissen Konstellationen ohne Probleme gehen, wenn wir in total dann nicht wieder Konflikte haben mit dem Arbeitszeitgesetz. Also wenn es nach hinten raus dann zu lange dauert, dann fehlt dann wieder die Ruhezeit zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn am nächsten Morgen. Aber grundsätzlich geht das schon mit den 3 Stunden. Allerdings in vielen, vielen Fällen wird man sagen, dass permanente, andauernde, doch so für den Arbeitnehmer so unglücklich geteilte, der geteilte Dienst, der ist nicht zumutbar. Ich würde ein Erzieher womöglich sagen, ich gehe mir was Besseres suchen, ich suche mir was anderes. Also das kommt ja oben drauf. Im Moment haben sie alle Chancen der Welt, aber trotzdem muss man es ja in Betracht ziehen, dass häufig, gerade im Kita-Alltag, doch recht lange Leerlaufphasen in der Mitte des Tages, man wahrscheinlich sagen müsste, im Moment in Anbetracht von eigenen Unterhaltsverpflichtungen plus vom Tageslicht hätte man auch noch mal ganz gerne etwas, dass das wahrscheinlich so dann nicht immer funktioniert. Jetzt kommen wir aber zu solchen Geschichten wie, morgens arbeitest du was und dann machen wir Kita-Übernachtung und dann geht es also um, keine Ahnung, 19 Uhr weiter. Das heißt, dann hätten wir ja auch eine Form von geteiltem Dienst. Oder ganz häufiges Thema, Elternabend.
bis 13 Uhr heute, du im Dienstplan drin und um 18 Uhr bitte wieder hier, weil wir haben ja heute Elternabend, da brauche ich dich unbedingt. Das geht auch. Das wird man als zumutbar erachten können. Zumal das ja eben eine relativ seltene Sache ist. Richtig, also es ist eben richtig. Nicht täglich und nicht wöchentlich, sondern es ist vielleicht einmal in einem halben Jahr. Und insofern spricht das durchaus für den Arbeitgeber. Plus, der Arbeitgeber ist ja dann gegebenenfalls auch nicht so frei in seiner Entscheidung, wen er sich zum Elternabend unbedingt dazu holt, weil es gibt eben auch Konstellationen, wo die Eltern auf Informationen auch bestehen dürfen. Die Kita-Gesetze sehen ja die Informationsrechte der Eltern ja durchaus vor. Und dann wird man sagen, okay, hier gibt es eine Melange an widerstreitenden Interessen, aber es ist zumutbar, dass einmal im Vierteljahr ein solch geteilter Dienst auftaucht oder einmal sogar wahrscheinlich, muss man sagen, im Monat, wenn eine Teamsitzung erforderlich ist. Und die nur einen Halbtagsjob haben und dann früher nach Hause gehen zur Mittagszeit, ja, die kommen dann halt um 17:30 Uhr dann bitteschön dazu, weil wir brauchen halt eine Besprechung im Team, wenn wir Belange, auch wieder wichtig, wenn wir Belange zu besprechen haben, die das ganze Team zu interessieren haben. Das ist ja auch wieder, wenn es also nur in der Teambesprechung um irgendwelche Sachen geht, die den Herrn Hausmeister womöglich überhaupt nicht tangieren, dann wird man sagen, könnte man, wenn man es ein bisschen vorsichtiger, könnte man wiederum sagen, na Moment mal, allein dafür, dass ich da mein schönes Gesicht zeige, ist es vielleicht ein bisschen wenig, mir diesen geteilten Dienst an diesem Tag über zu helfen. Aber ansonsten eben ist auch das durchaus möglich. So viel zum Thema geteilter Dienst. Es ist eher Thema ja in den Pflegeberufen. Wird eher ein Thema sein beim betreuten Wohnen, auch in Jugendgruppen und so. Insofern sind da eine ganze Menge Konstellationen denkbar. Und auch da wiederum, wenn wir tatsächlich den Schichtdienst haben in 24-Stunden-Einrichtungen, dann wird auch wieder ein anderes Interesse mitspielen, gegebenenfalls auch mal diesen geteilten Dienst an einem oder zwei Tagen in der Woche regulär zu haben. Aber das ist auf einem anderen Blatt. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit den Kitas, dann erst mit den anderen Einrichtungen. Und insofern, so viel zum Thema geteilter Dienst. Ciao. Tschüss.